Die heißeste Woche im Jahr fängt an, ob wir das überleben. Sie hat eine Platte. Sie hat eine Platte. Ich hab eine Platte. Ich hab eine Platte. Wolfgang freut sich. Die Frau hat eine Platte. Aber als erstes die Tonne. Jetzt kannst du jetzt losgehen. Jetzt habe ich alles abgearbeitet. Hat auch wieder 10 Minuten gedauert. Prost. Jetzt wird sich akklimatisiert und dann geht's los. Ja, erster Auftrag heute, Sattel tauschen. Von hier. Quatsch. Den. Morgen. Fertig. Ja, Mensch, das ist ja hier. Am frühen Morgen geht es ja immer richtig los. Oh. So, Müll ist durch. Hinten habe ich gesprengt. Ich habe Mieträder entgegengenommen und sortiert. Und was mache ich jetzt? Jetzt werde ich dreimal Müll ist durch. So, ja. Mann, ey, es ist immer ein Stress, ich sag euch. Schauen wir mal, was noch so los ist. In der Reparatur haben wir schon gemacht, eine kleine. Pack ich Stühle raus, denn die Werkzeuge für nachher. Denn Wolfgang will heute die Baumscheiben sauber machen. Mit mir zusammen. Gucken wir mal, ob wir das schaffen. Das ist ein ganz simples Kabel. Statt hier. Ja. Wo hab ich's denn? Statt diesen USB-Stecker auf der einen Seite muss einfach nur ein 12 Volt Auto-Adapter dran sein. Okay. Danke. Ja, bitte. Quatsch, neu. Tom. Verkauf. Alter, bescheuert, ey. Der braucht ein Ladegerät, das Mini-USB auf 12 Volt. Fertig. Kabel. Da hat er 8 Euro oder was? Wollten sie ihm neue Tom aufschwatzen? Ja, sind die alle bescheuert oder was? Die Leute sind wirklich doof. Ja, wirklich. Machen sich doch die Kundschaft damit kaputt. So ein Blödsinn, ey. Bei ATU haben sie doch ja nicht nötig eigentlich. Ja, 20 Euro, 30 Euro teurer sind als andere auch real. Ist ja alles gut und schön. Das müssen ja auch viele Leute bezahlen und Belegschaft und. Da zahlt man ja gerne, denn weiß man wofür. Das ist quasi der Obolus, der Zuschlag. Über Amazon ist immer alles günstiger. Alles weg. Anouk war ja bei einer Freundin, die hat bei einer Freundin übernachtet, da hatten wir ein bisschen weniger los zu Hause, da hatten wir nur die Lumen und Skadi da, das war echt schön, für die beiden auch mal Zeit zu haben. Und waren wir ein bisschen im Hof spielen, dann waren wir auf dem Kindergeburtstag. Dann kam Anouk von einer Freundin zurück. Wir waren noch im Eis essen. Noch auf einem anderen Spielplatz. Also wir sind viel rumgelaufen, haben viel gemacht. Und als Anouk dann zurückkam, sind wir, ist er ja auch gleich schon wieder abgeholt worden. Da ist die Lumen dann und Anouk abgeholt worden. Die sind jetzt bei Oma. Voll in Action.
Und jetzt haben wir nur noch ein Kind zu Hause. Das ist ja irgendwie total kurios, total komisch. Heute Morgen total ruhig alle. Ja, dann guckt sie mich so an, liegt neben mir die Kleine, macht die Augen so auf und oh, Papi. Hat euch umarmt und oh, ein bisschen gekuschelt. Normalerweise ist ja keine Zeit, es ist so wuselig und alle wuselt rum. Heute aber total ruhig. Ja, ist auch mal schön, kann man auch mal sagen. Es ist auch mal schön, keine Kinder zu haben. Dann erinnert man sich an die Zeit, wo man noch ja keine Kinder hatte, wo man überhaupt keine Sorgen hatte sozusagen. Also da hast du ja, da schläfst du aus, du hast nur für dich selbst zu sorgen und für deinen Partner vielleicht noch, aber ansonsten völlig easy. Ja. Der war schon witzig. Und ist ja jetzt die ganze Woche so. Wir sind die ganze Woche weg. Total. Wir haben auch Ferien quasi. Ist das für mich wie Ferien gerade? Muss allerdings dann auch ans AG mit. Nur vermutlich mit besserem Erfolg. Wir sind doch mal mit den Schrauben. Ja, neue Züge braucht das Land. Hey, wo sind die? Fuck SD-Error. Ich muss mir unbedingt, ich darf nicht vergessen, eine neue SD-Karte holen. Jetzt habe ich eine neue Kamera und hier ist natürlich auch dauernd kaputt. Bobbel rumpelt weiter. Ach Mensch. Ja, ich habe jetzt die Zügel getauscht hier an dem Ding. Bremszug vorne, Bremszug hinten, Schaltzug hinten, haben wir auch getauscht. Die Lilen zu Aldi, soll ich was mitbringen? Weiß ich nicht, wenn du was mitbringen willst. Ein paar Kekse, Eisstück. Ja, mach doch. Gut. Schlecht, schlecht. Haben wir ja heute Abend Zeit, mal gucken. Aber ich muss jetzt eben noch richtig. Kannst du ja noch mal drei, machen. Vier Räder. Habe ich jetzt richtig. Kannst du ja noch mal machen. Vor halb sieben bin ich sowieso nicht hier. Ja. Dann immer mal kicken. Und kannst du nett sein. Die einzelne so eine Hake rausstellen heute Abend. Das ist das Einzige, was wir brauchen. Hört er ja nicht. Alle mal Pläne nachher. Jetzt habe ich zu tun. Und jetzt lasse ich auch einfach mal die Kamera laufen. In dieser Position hintereinander weg, ohne jetzt einen Schnitt drin oder so. Dann habt ihr so ein bisschen so Stream-Atmosphäre, nenne ich es mal. Dann haben wir so ein Zwischending. Ne? Dann wird das heute halt ein sehr langer Vlog, aber halb Stream, halb Vlog. Vielleicht nennen wir das auch gleich so. Keine Ahnung. Weiß ich nicht, werdet ihr sehen. Aber dann habt ihr so ein bisschen noch ein paar Reparaturen noch mal drin im Ganzen und so. Ungeschnitten. So wie es sein soll. In voller Qualität halt auch. Auch nicht schlecht. Könnt ihr gerne kommentieren, schreiben, ob ich das ab und zu mal machen soll, ob euch das zu langweilig ist. Obwohl man ja sagen muss, wenn es jemand zu langweilig ist, dann kann er ja auch vorspüren. Man kann es ja an diesem Vorschaubild immer sehen, was dann als nächstes kommt in dieser Leiste unten. Ne? Dann kann man ja vorspulen. Also, ich fange mal an. Es ändert sich ja auch alle quasi ein bisschen. Hier ist der Hinterreifen total kaputt, alt und platt. Dann machen wir einen neuen Reifen auf.
Neuer Reifen und neuer Schlauch. Fertig. Und ich muss mir den alten natürlich aufschreiben, weil das ist doch zu viel. Denn bisher hatte ich einen Auftrag, das konnte ich mir noch merken. Das jetzt hier kann ich mir nicht mehr merken. Das ist mir zu viel. Das muss ich mir dann halt aufschreiben. Das ist auch nicht schlimm. Ich bin so verblüht hier. Was ist denn los? So. Samstag habe ich einen Auftrag, ey. Ja. Bitte? Ich wollte noch fragen, ob ich an die Luftpumpe ran darf. Darfst du? Dankeschön. Er macht viermal Züge, der Rest funktioniert. Mal gucken, wie lange jetzt die Kamera hier mitmacht. Weil die SD-Karte ist ja mau. Da müssen wir ein bisschen gucken. Ja, was haben wir denn hier? Das ist ein Herkules. Also nochmal die Ansage, ich habe jetzt einen Haufen Reparaturen hier. Ich hoffe, dass ich das alles schaffe, bis Wolfgang wiederkommt. Der will ja heute diese Dings machen, diese Baumscheiben sauber. Und ich lasse jetzt die Kamera mal durchlaufen, um zu sehen, die ist gerade wieder abgestürzt. Der Chip ist abgestürzt, der ist durch. Da muss man einen neuen Chip holen. Ich glaube, die sind nicht begrenzt nutzbar. Die sind nur begrenzt, nicht unbegrenzt nutzbar, nur begrenzt nutzbar. Ich habe jetzt 5-6 Reparaturen hintereinander und deswegen lasse ich jetzt mal laufen, habe da so ein bisschen Stream-Feeling und ich hoffe, euch gefällt es. Ihr könnt es ja nochmal in die Kommentare schreiben, dann bleibt der Vlog halt heute mal ein bisschen länger. Ich fange mal an, bevor die Kamera wieder abstürzt oder so. Also ungeschnitten jetzt hintereinander weg. Selten gesäuert bin ich manchmal draußen oder so. Ideal, ne? Aber so kann man so ein bisschen vielleicht in einer guten Qualität ein bisschen kompensieren. So, hier hinten ist der Reifen kaputt, den baue ich aus. Das ist ja relativ simpel, immer mit so einem Schnellspanner auf den Hebel, ein bisschen dran gedreht an der Uhr, wenn man sich die Finger nicht schmutzig machen oder keine Angst hat, sich die Finger schmutzig zu machen, dann ist das relativ simpel. Einmal die Kette rüber hier oben, dann baue ich hier den, dann hebe ich hier den Mantel runter. Das mache ich jetzt alles mit der Hand immer, ja, einfach die Technik, braucht man dafür ein bisschen, das klappt ganz gut. Dann das Ventil auf und ab. Und da haben wir den alten Mantel, der kommt der weg. Talco ist wichtig. Ja, da bauen wir mal die neuen Reifen auf.
Hilfe. Schrauben wir den wieder fest, das Ventil. Und bauen die ganze Schose wieder ein. Wie gesagt, Hände schmutzig machen muss sein. Bei der Kette umlegen, den Reifen ein bisschen zusammendrücken. Ich weiß ja noch nicht, wie viel Pump drin damit. Bis Anschlag, dann drückt man gegen. Schraubt wieder ein bisschen vor. Und dann schließt man den Hebel. Ganz simple Nummer. Einmal trocken durchrollen, aufpumpen. Und Feierabend. Gucken, dass er gerade sitzt. Bisschen Ruf. Den Abriss drin. Hey. Der Puppe ganz schön.
komischeste. Ja, schafft. Eigentlich muss ich was essen wollen. Mann, Mann, Mann. Ja, Vorderreifenblatt. Gleiche Problem hier. Oh, schlecht hoch. Bremse eh. Ja, die wird auch so in Wasser. Kommen alle nicht mehr mit normalen Plattenreifen her. Das ist immer, immer irgendwas, was nicht funktioniert. Deswegen machen sie es nicht selbst. Ja, haben wir raus den alten, jetzt den neuen drin.
Wasch mal bloß Haften doch, ey. Bist du bescheuert, ey. Boah, wenn ich ein Depp. 23 viel zu clean. Das wird ein langer Extra-Block. Lugano Faltreifen, warum denn bitte, ey? Ist ja eh nur ein Trainingsreifen. Ja, bitte? Ich bräuchte ein Kinderfahrrad. Habt ihr Kinderfahrräder? Zu bieten oder zu kaufen? Zu kaufen. Wie alt? Darf das Kind sein? Das soll ein 14 Zoll Rad sein. Nee. Also 14 Zoll, das ist aber auch äußerst selten. 12, klar, ist sehr klein, aber als nächstes ist dann halt Lure schon 16. Die 14 gibt's auch. Hä? 14 gibt's auch. 16 ist, glaube ich, ein bisschen zu groß. Ja, aber die Standardgrößen, das müsste ja dann schon altes Maß sein. 14 Zoll ist.
man auch schon mal ausgemacht, woran das liegt. Jetzt gerade. Nämlich an der Mutti, wenn das Kind das nicht macht. Wenn man so viel Angst hat. Der Thorsten. Aber ich hab keine Zeit. Ja, check da mal. Er will, aber er hat ja immer keine Zeit. Komm, Bibo! Bibo, Bibo. Bibi, Bibo. Alright. Bremse funktioniert nicht. Nicht Luft hier richtig. Und Mist. Moin. Wo warst du? Samstag. Nee, Frau war hier. Der Klopf wird erschossen! Thank you.
ich muss arbeiten. Arbeiten. Hallo. An meiner Schaltung ist irgendwas kaputt. Könntest du dir das mal angucken?
Einfach da lassen. Dann schaue ich mir das mal an. Ja, später mal. Da lassen, ich brauche aber. Achso, naja. Mhm. Also wenn es kaputt ist und eh repariert werden muss, dann musst du es jetzt eh da lassen, weil das macht der hier alleine. Ja, ich müsste halt wissen, was es kostet und was es ist. Ich kann auch ein andermal kommen. Wird wahrscheinlich nüchterne Situation ändern. Das ist immer irgendwas, wird immer irgendjemand da sein. Schwierig, wie soll ich das machen? Also jetzt will ich hier weitermachen. Den Auftrag dann machen. Was haben wir denn für die? Das ist ja richtig am Marathon hier heute.
Oh, warte mal, hier, falsche Bremsbelag haben wir hier hinten drauf. Nehme ich für V-Brake. Schauen wir mal näher. Falsch montiert ist er natürlich auch, weil sonst passt er ja gar nicht. So, was haben wir noch? Falscher Bremsbelag. Bremszug muss erneuert werden. Bremsbelag muss erneuert werden. Dafür müssen wir ran. Und dann sind wir erstmal durch. Dann haben wir das erstmal abgeschlossen. Dann kommt der nächste. Erstmal aufhören, der nächste. Den haben wir ja noch hin. Check. Der Griff wird festgehalten vom Lenkerband. Nein, wird er nicht. Der hat eine Schraube. Was? Nie gehört. Ja, der hat eine Schraube, der wird natürlich verschraubt.
von der von dem Linkerband. Also ich weiß ja nicht. Hier rummachen. Zwei Wasser. Zack, zack. Zack. Ich weiß halt, der hat nicht aufgebraucht, das ist nicht so ein Quatsch. Nehmen wir mal hier 30 Meter dran. Okay. Ja. Okay. Sagen wir mal so. Gott sei Dank. Torsten wird ab. Gott sei Dank, aber nur weil. Dieses kleine U-Boot-Ding. Weil ich mich nicht um ihn jetzt gerade kümmern kann, weil ich nichts hier zu tun habe.
kann halt nicht tausend Sachen auf einmal. Ich kann ja nicht mal zwei Sachen auf einmal. Noch ein Bremsbelagsfilly. Der geeignet ist. Sind wir erstmal soweit durch. Na, hängen wir noch eine Reparatur dran. Hab da ein bisschen mehr zu gucken hier. Schlauchwechsel, Hinterrad. Aber ich weiß, es ist alles nicht dramatisch. Hallöle. Ja, hier ist kühl. Moin. Ist das schon fertig, das Fahrrad? Ja. Echt? Also, schwer fahren. Nicht mal bevor ich die Züge getauscht habe. Nicht mal bevor die Züge getauscht habe. Tut mir leid. Hätte ich die Bremsen anziehen müssen dafür, dass es schwer fährt. Es fährt tatsächlich so, wie früher die Bahn ist. Es ist halt so. Das ist halt. Genau. Das ist gealtert. Genau. Das ist nicht böse, ihr meint.
Büro frei. Alle untouched. Also kein Mitarbeiter fehlt mit dir. Die sagen alle, das war wie Möbel. Ich komme nicht zum Arbeiten hier. Wohin? Wird das sein? Ja, ich brauche eine Glocke, bitte. Wenn Sie haben. Eine was? Wie heißt das? Glocke? Bell? Klingel. Klingel. Ja. Klingel. Ja. Fingerlingeling. Ja, genau. Ja, haben wir eigentlich da. Super. Aber nur klassisches Modell. Oder? Oh ja, egal. Ja. Nur, dass es funktioniert. Kann ich es euch anmachen? Stimme. Das ist ja ein schönes Tool, wa? Der zeigt ja. Voll Programm heute.
Mal schnell mal hier, mal schnell mal da. Ja, 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 ja. Mit der heute vom Mittag taugt der mit dem Rad, der Rad da. Es muss vorne die Schaltung, war ruhig bloß. Wa? Ja, bloß ist immer schwierig. Ja. Wenn einer bloß sagt, dann dauert es bloß doppelt so lange. Du kannst ja nicht alle Räder stehen lassen und nur den machen. Wa? Genau, den stimmt, der ist ja der neue Young, wa? Ja, ja, ja. Bloß mal schnell. Ja. Schaltzug. Muss ich gleich genießen. Verteilst du deine Viren hier, ja? Was hast du? Verteilst du deine Viren? Oh, nee, hier? Nee, nee. Ich genieße gerade von den Typen da. Ja. Naja. Wolfgang ist schon wieder da. Schon wieder so weit. Ist Wolfgang Zeit? Wolle Zeit. Wolle, erzählt mir, was wusstet aus der Jugend? Ja, ich kann doch vorhin. Ich kann doch vorhin unter Monika gespielt, am Balkon, wa? Ja. Und da kam dann, seine Wolle aus dem Fenster hier gucken. Ich bin Krieger, ich sehe, aber ich trinke ja kein Bier. Ach so, auch nicht. Ach. Naja, den trinke ich schon mal, aber die eine Flasche, die ich trinke oder was, ansonsten macht man nicht raus. Nee. Ach Wolfgang, das ist ja böse. Ich bin ja nicht böse. Naja, ist halt so. Aber ist eine nette. Ich sag, was? Ist eine nette. Ja, ja. Ich sage, wenn ich ein Bier trinke, dann muss ich schon wirklich einen heißen Hunger haben. Dass ich sage, komm, jetzt trinke ich, jetzt ziehe ich meine Kneipe, dass ich noch ein oder zwei halbe ein Frühstück vom Pass trinke. Ja. Jetzt ziehst du dann noch weg komplett. Ja. Jetzt nicht. Dann hat man wieder 4,5 Meter Ruhe. Ein halbes Jahr hält das? Oh, da will ich ja von träumen. Ja, ehrlich, ja. Das reicht aber bei den meisten nicht lange. Was? Das hält doch nicht lange vor bei den meisten. Ja, nee, wenn wir. Ja, das ist ja gut. Wenn man ankommt, kommt der Alte. Was willst du mir? Aus der Meiner trinke ich eins mit, wa? Aus der was? Aus der Meinheit. Wieso aus der Meinheit? Ja, aber ich weiß es so. Der bringt immer 4 und 5 mit. Ja. So. Wenn er nach dem Auto fährt, dann läuft ja alle auch auf einmal. Darum trinke ich aus der Meine eins mit, wenn ich eins mit. Aus der Meinheit? Nicht aus der Meinheit? Aus Selbstschutz musst du es alle trinken. Ich meine, ja. Eigentlich müsstest du alle trinken. Ja, nee. Du kannst am Auto auch zurückfahren. Ich quäl mich ja nicht rein. Ja. Ich quäl mich ja wohl zurück. Gerade wenn es zu heiß ist. Aber ich trinke auch kein Bier groß. Ja. Schmeckt mir das nicht. Ja. Ich meine, aber aus der Meinheit. Ja. Also ich muss mal sagen, Bier trinke ich ja auch höchst ungern. Ja? Ja. Also meine Freunde und so, die wollten ja früher immer, als wir noch so jung und knackig waren, wollten sie immer in eine Kneipe gehen zum Quatschen und Sitzen und so, weißt du, kennst du ja, wa? Ja, 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 ja. So Kneipe gehen halt. Und das wollte ich immer nicht, weil das war mir zu langweilig. Denen da zuzugucken beim Saufen, weil ich hab ja nicht getrunken. Ich hab ja immer so die Ansicht gehabt, musst einen klaren Kopf bewahren. Könnte ja irgendwie ein Feind drin kommen. Total bekloppt. Aber ja, bekloppt war das. Nee, damals in der Zeit, da war noch ein bisschen anders. Ja, ja, ja. Da musste ich noch ein bisschen links und rechts gucken. Ich finde. Das ist ja alles friedlich. Alles gut. Ich bin ja ganz glücklich drüber. Ich hab Familie und alles schick. Klar. Ich mach sowas nicht mehr. Rumblödeleien damals da eigentlich. Ich mach das ja auch schon Jahre nicht mehr. Ja, damals, seitdem meine Mutter nicht mehr ist. Mit meiner Freundin hat man eben schon mal so eine Strahl gemacht, hier bei uns im Garten, mal gesoffen und mal war unser Ganz. Mag ich das auch nicht mehr, ja. Was ich ab und zu mal trinke, also so vielleicht 2 im Sommer, so, sind diese Gösser, diese Radler. Ach so, Radler, ey. Schön, oh, gut, ja. Ja. Schön frisch und so. Und dann weißt du mit Schuss, wa? Aber das habe ich nie getrunken, weißt du? Schmeckt auch gut, weil die rote und die grüne, dann schmeckt die rote. Ja, habe ich aber noch nie getrunken. Den musst du mal trinken. Schmeckt gut. Ja, glaube ich dir. Ist ja auch mit Sirup, ne? Ja, mit Sirup. Kannst du zu Hause auch machen, ja.
Aber wie gesagt, wir haben früher noch mit der Deutschen Jünger, da sind wir dann besonders in den anderen Rennen ja damals noch. Also haben wir anderthalb Mal ein Futter zu kaufen oder anderes Zeug zu kaufen. Ja. Da haben wir hinten in der Bude da gesessen, den Kasten Bier geholt von Willi. Ja, da ist er noch, Wolfgang. Erzähl ruhig weiter von deinen Saufeskapaden. Ja, eine hübsche junge Frau. Hübsch weiß ich nicht, aber eine Frau schon. Und jung auch. Jung, ja, stimmt. Hallo. Zwei Infos. Ist das mal gar zwei ist viel, Infos? Ist viel, oder? Machen wir. Erstmal Reifenblatt oder Reifen-Motorblüten. Achso, das kannst du probieren draußen, haben wir eine Pumpe. Okay. Kannst du erstmal probieren, wenn er platt ist. Müssen wir ihn reparieren, ne? Okay. Also, was ist das für ein Fahrrad? So, ja, so eine, ja. 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 Hier kostet der Schlauchwechsel 16 Euro. Okay. Schlauch. Okay. Ja. Also Französisch? Ja. Air Chambre. Ah. Chambre Air. La chambre Air. Ja, oh, sehr gut. Ja. Schlau. Genau, Kammer der Luft, weißt du. Und ja. Genau, cool. Das kostet also nur das, den Reifen tauschen. Das kommt drauf an, ob man den auch tauschen muss. Ne? Okay. Weiß ich nicht. Okay. Mal schauen. Was noch? Fahrradverleih. Ja. Brauche ich am Sonntag, wenn Sie auf. Musst du am Samstagabend kommen. Aha. Kurz vor 9 Uhr. Okay. Und das dann? Und dann am Montagmorgen zurückbringen. Aha. Und das dann? Kostet 8 Euro pro Rad. Ah ja? Okay. Das sind 7 oder 8, glaube ich. Ja, wenn das aber gibt, 8 Euro ist. Ja, ja, nee, ja. Das ist das gleiche. Normalerweise, ich muss sehen, ob 7 oder 8, ob ich so viele am Samstagabend habe. Aha. Weil die meisten mieten ja Freitag, Samstag und Sonntag schon. Ah ja? Okay. Deswegen weiß ich das nicht. Also da musst du wirklich. Musst du Glück haben, oder ja. Einfach vorher anrufen. Ja, anrufen, ich habe kein Telefon, deswegen also einfach kurz vorher vielleicht vorbeikommen und so. Dann gucke ich mal. Ja, genau, eine. Schön, eine das kleine. Das klappt. Eine Taube. Nee, wollte ich mal erzählen, ja? Ja! Ja, mach ruhig deine Arbeit weiter. Ja, ich mach meine Arbeit weiter. Und dann sind und da dann... hübschen Frauen ablenken. Papa? Ich muss mich ja immer von hübschen Frauen ablenken lassen. Na, erzähl ruhig. Und war früher das mal Willi verwendet, da kennst du eine Sonderlehre, eine Weinhandlung, der hat doch Bier gehabt und alles wirklich. Ja. Der Kasten Bier gehabt und in einer Stunde war der Kasten Bier alle, wa? Der hat hier das Bier geholt, der hat hier eine Tod, noch eine. Naja, und wir dann abends, wenn er so um 6:30 oder 7 der Laden zugemacht hat, vorne schaute sie unter Licht aus, dann haben wir hinten im Laden noch Retter gemacht, der holt uns Zähne. Dann war eine Kneiperin gegangen da bei der an der Ecke Panierstraße da. Die hat ja auch bald ein Jahr zugemacht da. Hat ein paar halbe Tonnen in der Hose gedackelt. Oh, was ein richtiger Säufer. Oh ja, der ganze Abend, die Freitagsabends dann war immer knackig. Und dann nehmen wir, wollen wir mal angeln nehmen? Ja, ja, klar, nehmen wir mal eine Angel. Wa? Um 5 Uhr steht der Vorder auf der Matte, oder 3 Stunden Schaden mit so einer Birne, wa? Da haben wir trotzdem halt Spaß gemacht. Da waren wir früher noch eine neue Clique da. Und dann bei meiner alten Firma, wo ich um die 13 Jahre war, die Metallbude da. Aber fast jeden, also fast kannst du sagen, jeden vierten Tag besoffen. Wenn ich besoffen habe, angeschossen, wa? Meine Güte. Ja. Die Weiber haben ja mehr gesoffen wie die Männer, wa? Ich bin dann rübergefahren, da war da im Osten Friedrichstraße, da war ein Intershop, wa? Ja, ja. Ja, ja. Ja. Ich wollte natürlich eine halbe Stunde früher losgefahren von zu Hause, Friedrichstraße ausgestiegen, rumgegangen, zack, schnell mal unten im Bahnhof eine Flasche Whisky geholt oder eine Flasche Klaas, 5 Euro, die Stange Zigaretten. Und dann haben wir dann die Arbeit näher gemacht, dann haben wir da, wa? Oh. Dann war ich noch nicht alle. Die Mittagspause war ich schon alle, 20 Minuten, naja, haben wir gerade mal so geschafft.
Uwe Roth sagt dann, guck mal, wiedergeholt. Und dann kam, der Zoll, Hallisches Kochstraße, Hallisches Zoll, dann der Zoll, haben dann immer gesagt, naja, jede Flasche durftest du dann aber da holen, jedes Tag, aber wozu durftest du, manche haben wir mehrere gehabt. Ja. Ja. Hast du angegeben? Ja klar, nee, angegeben nicht, aber da haben sie dann mal Taschen oder sowas, da haben sie kontrolliert, alles ist in Ordnung, weil manche haben wir mehrere drin gehabt. Ja. Ich habe immer Glück gehabt. Und dann meine Tante aus Osten kam, da hat sie abgeholt für die Straße. Und da hat immer manchmal dann zwei, drei Stangen hier gehabt. Und eine Scholle da drin. Und das ist die Dresdner Scholle, die gut geschmeckt war. Eure Dresdner Scholle, die war wirklich spitze. Und wenn wir dann damals, wenn wir so Feiern gehabt haben und so, weil die Häufen so länger machen und so, wenn man wir haben ein paar Türken gehabt, Austürkische, Griechen, die waren ganz super, aber da kommst du mit einem Bier trinken. Naja, eins, zwei, drei, vier. Ja, dann bin ich nach Hause gekommen und dachte, naja, ich weiß nicht, wo du warst, und bla bla. Dann dachte ich, ich denke mit mir und ach, naja. Ich dachte, ich musste da arbeiten, dann haben sie mir da eingeladen zum Bier. Und ich dachte, ich hab nie was bezahlen wollen. Nie was bezahlen wollen, wie der Herr. Mann. Ja, ich glaube, meistens da, nee. Aber trotzdem, ich muss mal wieder sagen, ich habe die ganzen Jahre, die ganzen 30, also 40 Jahre, gute und schlechte Zeiten, ja. Ja. Ja, wie jeder, ne? Naja, aber die ersten 13 Jahre waren gut, wa? Ja. Ich kann euch erzählen, ich hatte auch mal unser Chef damals, der war aus München, wa? Das ist? So, der war bei Bayern München im Verein drin, hey, Vorstand. Ja, warte mal, bitte, ja. Ja. Bayern München, Fußball-Story. Ja. Ja. Oh. Und das war gerade so. Warte, ich muss das mal. Nabenschaltung. Das ist Kettenschaltung. Das andere ist, da hast du es hier in der Nabe. Genau, da muss man das Hinterrad eigentlich nur nach hinten ziehen. Okay. Dann hat es einfach zu locker eingebaut. Naja. Weißt du, wenn die Kettenspannung... Ich habe es immer wieder eingehängt, die Kettenspannung. Ja, na klar, man muss aber das Hinterrad nach hinten ziehen. Ja. Weil wenn man das jetzt zu locker einfach nur einhängt, das heißt die Kette so ein bisschen spiel durchhängt, dann ist halt mal runter. Also musst du die zwei Schrauben lösen, das nach hinten ziehen und wieder festmachen. Okay. Kriegst du das hin oder soll ich das machen? Nee, ich würde mich freuen, wenn... Wenn ich das mache, okay. Weil, ja, ich greife doch jetzt das Rad hinten am Ständer. Ah. Bin ich mir nicht ganz sicher, was da alles passiert ist durch dieses Problem. Gucken wir mal. Ich hab ja keine Zeit. Thank you.
Perfekt. Oh mein Gott. Da haben wir ganz schön geschafft hier. Den Baum ist fertig. Ja. Am Feierabend, Wolfgang war fleißig. Ja. Ja, ja. Hast du gut gemacht, Wolfgang? Ecke. Ja, hast du gut gemacht. Wir sehen uns morgen. Adi. So, was soll ich denn sagen? Der Tag war. Oh, stressig war das. Meine Güte. Permanent irgendwie was, irgendwer, der was wollte oder so. Schon richtig was los, ne? Am Ende. Recht habe ich auch. Memo an mich selbst, ich brauche ein Vorderrad. 28 Zoll. Ansonsten brauche ich nichts. Gut, ich mach Feierabend, also. Wir sehen uns morgen. Macht ihr gut?